willkommen zu einem neuen Vlog von mir. Ich möchte euch heute gerne mitnehmen auf die Burg Adendorf zur Landpartie. Ja, da waren wir neulich gewesen und die Landpartien, die finden meistens immer auf alten Burgen und Schlössern statt. Und dort stellen sich ganz tolle Möbelhersteller aus und es werden dort Outdoor-Möbel auch vorgestellt. Autos, besondere Autos werden vorgestellt. Ganz viele Blumen, Blumenarrangements auch noch und nöcher und ja, dort gibt es jede Menge zu essen, zu trinken. An jeder Ecke gibt es tolle Stände. Ja, unter anderem haben wir auch ganz tolle Menschen kennengelernt. Wir waren im Einrichtungshaus Herd und das war sowas wie der Platzhirsch dort in einem alten Gemäuer, in einer Burg. Alles offenes Gemäuer gewesen und ganz tolle Schals hingen von oben nach unten runter und super schicke Möbel waren dort ausgestellt. Also wirklich ganz besonders exklusiv und wirklich ganz, ganz toll. Einfach mal schön gewesen, sowas sich mal anzuschauen und ja, da habe ich Sachen gesehen, da habe ich gedacht, boah, die will ich sofort mitnehmen. Also ganz tolle gepolsterte Esszimmerstühle und Tische und Deko und so eine Hängeschaukel. Ja, und unter anderem habe ich dort auch den Peter Herd kennengelernt und mit ihm durfte ich sogar gemeinsam ein Foto machen, das zeige ich euch jetzt mal. Ja, und das hat mich besonders gefreut, denn er hatte mich direkt angesprochen und hatte meine Augen irgendwie gelobt. Und dann kam ein bisschen ins Gespräch und er ist auf jeden Fall der Geschäftsführer dieser Firma und ja, am 1. Juli eröffnen die sogar eine neue Filiale hier in Köln und eine ganz große, ein richtiger Showroom und darauf sind wir schon total gespannt, mein Mann und ich, und wir werden auch auf jeden Fall dorthin gehen zur Eröffnungsfeier und ja, das war toll. Ich werde euch jetzt mal ein paar Bilder einblenden, was wir dort alles gesehen haben, unter anderem vom Einrichtungshaus Herd und auch andere ganz tolle Möbel und Sachen, die wir dort einfach gesehen haben, und es war einfach nur schön fürs Auge. Irgendwann im Verlauf des Tages, also wir waren da wirklich den ganzen Tag und das kann man auch wirklich ganz toll da einfach den ganzen Tag verbringen, essen, trinken, rumlaufen, irgendwo mal kurz hinsetzen, ein Stückchen Kuchen essen. Es gab da so viel Erdbeerkuchen und Sahne und so, ach ja, ganz toll. Und immer wieder hast du so Leute gesehen, die mit so Schälchen rumgelaufen sind, einfach nur mit Erdbeeren und obendrauf ganz viel Sahne. Und dann irgendwann mal so zum Ende des Tages hin, da hatte ich ein bisschen Hunger gehabt, da dachte ich, ja komm, da kannst du noch mal irgendwo an einem Stand, da habe ich irgendwie so Lachs gesehen, hingelaufen und dann sah ich von Weitem schon eine Manufaktur von Töpfen und Messern und dann hat mich das so an Le Creuset erinnert, das ist dieser französische, ja, Kochtopfhersteller, die so gusseiserne, tolle ja, Töpfe herstellen. Und ich interessiere mich eh seit einiger Zeit für eine Tagine, die große, die ist induktionsfähig und die hat ja diesen schönen geschwungenen Deckel, diese klassische Tagine. Jetzt nicht so aus Keramik oder Ton, sondern ja, also schon richtig sehr beständig und die muss ich auch nicht in den Ofen schieben, sondern ich kann das alles auf dem Herd machen. Und dann sah ich das von Weitem und dachte, oh cool, da kannst du ja mal hingehen und mal fragen. Und dann kamen wir nett ins Gespräch und ja, dann stellt sich heraus, dass ich dort mit einem Herrn
von Faber-Castell gesprochen habe. Und dann haben wir auch direkt ein schönes Foto gemacht und der war auch sehr freundlich und sehr nett und hat mir auch seine ganze Palette, das ganze Sortiment gezeigt. Und die machen ganz tolle Töpfe, haben auch eine eigene Messermanufaktur und was die jetzt ganz neu auf den Markt bringen, hat er mir auch verraten, ist ein Hybridgrill. Das Besondere an diesem Grill ist, dass er hybrid betrieben ist, das heißt, er kann auf der einen Seite kann man mit Gas arbeiten und auch zeitgleich mit Kohle, mit Holzkohle. Ja, das fand ich natürlich sehr interessant und dann haben wir direkt auch Adressen ausgetauscht, Telefonnummern. Ich durfte mich dort eintragen in die Gästeliste und wir sind da auf jeden Fall eingeladen. Und ja, das fand ich irgendwie total super. Ich meine, wir kommen da einfach so angedaddelt, der Kleine hatte die Hose voll und der musste erstmal gewickelt werden. Der war schon richtig am Stiegkind und dann ist der Papa hinterm Zelt verschwunden und ich habe mich ja kurz mit dem netten Herrn von Castell unterhalten und das war einfach ein ganz netter Tag mit ganz vielen tollen Eindrücken und wunderschönen Dingen einfach, die das Leben einfach auch schön machen, einfach mal sich mit schönen Dingen umgeben und ja, weil wenn man so die Nachrichten mal sieht und den Blick auf die Welt richtet, das tut einem immer so weh, was man draußen so sieht und was immer passiert. Ja, und es war einfach mal so ein Tag, wo man nicht an das Elend der Welt gedacht hat, sondern einfach nur gedacht hat, was gibt es denn doch noch für schöne Dinge, die man so einfach mal mitnehmen kann an einem Tag. Ja, und unter anderem haben wir dann noch eine schöne Vase mitgenommen. Mit ganz vielen Tulpen, die hat meine Mama mir dann auch geschenkt zum Muttertag und ja, das war ein sehr schönes Andenken, was ich jetzt mitgenommen habe und so eine süße kleine Schüssel mit einer Lilie drauf, die fand ich auch ganz toll. Ja, weil da waren so tolle Sachen, aber da sind Preise irgendwie, kann man ja kaum bezahlen. Ich hoffe, der Beitrag hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr liked das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht's gut! Tschüss und bye-bye.